Hallo, liebe Aktienfreunde. Ist die Dividendenaktie tot? Es ist ja so, dass diejenigen, die in Dividendenaktien, in klassische Dividendenaktien investieren, momentan stark das Nachsehen haben gegenüber denjenigen, die techlastig investiert sind. Ich zeige dir das mal. Und das ist eine relativ große Spreizung in der Performance, die wir hier sehen. Deshalb die Frage, ist die Dividendenaktie tot? Mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und durch die Corona-Pandemie ist einiges in Bewegung geraten und können alte Glaubenssätze oder Überzeugungen ebenfalls ins Wanken geraten. Unter anderem auch die Überzeugung, dass du in Dividendenaktien gut investieren kannst, um eine ordentliche Performance zu erzielen. Und wir gucken uns das eben einfach mal an. Machen wir mal eine Bestandsaufnahme, Year to Date, das heißt, wie ist die Performance dieses Jahr gelaufen, wenn wir Dividendenaktien, klassische Dividendenaktien in Form von Dividendenaristokraten, den Tech-Aktien gegenüberstellen. Da habe ich jetzt einfach mal zwei Subindizes aus dem S&P 500 genommen. Also wir bewegen uns hier in den USA und da haben wir den S&P 500 Capped Information Technology, also IT-Aktien. Capped, das heißt nur, dass das Gewicht einer einzelnen Aktie irgendwo nach oben begrenzt ist, um die Abhängigkeit von einem einzelnen großen Unternehmen zu deckeln irgendwo. Ja, und das sehen wir ja hier schon auf der Seite vom S&P 500 sind wir von S&P Year to Date haben wir eine Performance von 23,5%. Wir sind jetzt Anfang August, also in ein bisschen mehr als 7 Monaten, eine Performance von 23,5%. Das heißt, wir haben ja ein sehr gutes Börsenjahr hingelegt bisher, ein außerordentlich gutes Börsenjahr hingelegt sogar. Wenn wir jetzt mal den S&P 500 Dividend Aristocrats uns heranziehen zum Vergleich, auch hier to date, dann siehst du hier eine negative Performance. Im gleichen Zeitraum minus 4,5%. Ist also ein schlechtes Börsenjahr gewesen für Dividendenaristokraten. Und das versinnbildlicht die Schere, die sich aufgetan hat zwischen den klassischen Dividendenaktien auf der einen Seite und zwischen den techlastigen Aktien auf der anderen Seite. Wenn wir jetzt mal ein bisschen reingraben, mal auch jetzt eine kleine Klammer auf, gucken wir uns mal diese tech-lastigen Unternehmen an. Was haben wir da drin? Da sehen wir hier die Top 10 Aktien von der Gewichtung in dem S&P 500 Capped Technology Index. Wir sehen hier zum einen die üblichen Verdächtigen wie Apple oder Microsoft, vermissen auf der anderen Seite aber Aktien wie beispielsweise Facebook oder Amazon. Ja, wo sind die denn abgeblieben? Die müssten nämlich eigentlich auch da oben sein. Sind doch auch Fangaktien und technologielastig. Für Amazon habe ich mal nachgeschaut, warum die nicht hier drin sind. Und das Geheimnis des Ganzen ist, dass S&P 500, da passiert die Einteilung in den Sektor Information Technology in dem Fall nach dem GIGS oder nach der GIGS-Klassifizierung. Wenn du da mal ein bisschen nachschaust, die GIGS-Klassifizierung, dann siehst du hier, dass Amazon als Consumer Discretionary eingeteilt ist im Sektor und der Sektor entscheidet eben, in welchen Subindex die Aktie reinkommt. Und Amazon Consumer Discretionary, das heißt, auf Deutsch übersetzt, zyklische Konsumgüter, zyklische Konsumgüter. Und die Subindustrie nach der GIGS-Klassifizierung wäre dann Internet and Direct Marketing Retail. Also hier wäre dann oder hier ist dann Amazon zu finden in der Subindustrie. Deshalb sind die da nicht enthalten. Das zeigt die Problematik der Einteilung von Klassifizierungen allgemein, die ich auch im Aktienfinder habe, weil diese Klassifizierungen sind irgendwo, sage ich jetzt mal, eine Schwarz-Weiß-Einteilung, also entweder hierhin oder dahin. Und es war, denke ich, bis in die 60er, 70er, vielleicht auch noch 80er Jahre rein, deutlich einfacher, ein Unternehmen in einen Sektor rein, also in eine Schublade reinzuschieben, als es heute ist.
Und das Beispiel Amazon zeigt sehr schön, dass irgendwo diese Klassifizierung schon noch als Orientierungsgrundlage dienen, aber durchaus ihre Probleme haben. Also Amazon, zyklische Konsumgüter, wenn du jetzt in einem beliebigen Screener, der die Gigs-Klassifizierung anbietet, erstmal grob Aktien wegfiltern wolltest, würdest du dann hier sagen, ich will keine Zykliker haben, würdest du dann diesen Sektor rausschmeißen, schwuppdiwupp wäre Amazon weg. Und das ist vielleicht nicht das, was du wolltest. Also kleine Klammer aufgemacht, das ist mir einfach nochmal ins Auge gefallen, was wir hier für Probleme haben. Wir haben die gleichen Probleme dann auch mit Kennzahlen und so weiter. Im Prinzip ist die Aussage von dem, was ich dir jetzt mitgeben möchte, du kannst dich nicht auf ganz explizit einzelne Informationen, ob es jetzt Kennzahlen sind oder jetzt hier Klassifizierungen, verlassen. Du brauchst ein bisschen ein Allgemeinwissen und ein Feeling dafür, wo das eine oder andere zu kurz greift, um eine effiziente und sinnvolle Aktienauswahl zu betreiben. Wir kommen dann später auch nochmal auf die Kennzahlen. Gut, ich habe jetzt eine Umfrage gemacht gehabt, zurück zur Frage, ob Dividendenaktien tot sind, in der Aktienfinder-Community. Das ist eine Gruppe hier auf Facebook. Wenn du nicht dabei bist, lade ich dich hiermit gerne ein, der Gruppe beizutreten. Und da habe ich dann eben diese Performance-Schere thematisiert und habe dann euch gefragt gehabt, ja, wie sieht es aus? Wie reagiert ihr denn darauf? Und die meisten haben gesagt, sie bleiben der Dividende treu. Ich habe das Ganze jetzt auch nochmal ganz kurz hier in Excel gegossen. Mittlerweile haben wahrscheinlich noch ein paar mehr abgestimmt, aber einfach hier, um dir auch die Prozentwerte zu bieten. Es haben bis vor kurzem jedenfalls 444 Mitglieder in der Gruppe an der Abstimmung teilgenommen. Vielen Dank an der Stelle. Und dann siehst du hier, dass viele, also die Mehrzahl, 55%, bleibt der Dividende treu. Ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dass für diejenigen, die Dividendenrendite ein entscheidendes Argument für den Aktienkauf darstellt, sowohl als auch, also hier spielt auch die Dividende noch eine Rolle, 29% und die zusammen machen ja dann schon 84% aus. Und diejenigen, die vermehrt auf Tech setzen jetzt, die quasi ihre Anlagestrategie geändert haben, das ist ungefähr einer von 10. Und dann gibt es ein paar, die sagen, sie waren schon immer Techies. Und dann auch hier diese Mischung, was so ähnlich ist, interpretiere ich mal wie sowohl als auch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, 86% sind dann hier, da habe ich jetzt die 2% mitgezählt, deshalb komme ich auf 86%. Für die spielt die Dividendenrendite schon eine Rolle. Entweder eine sehr starke Rolle, die Hauptrolle, oder sagen wir auch nur eine Nebenrolle, aber sie spielt eine Rolle. So, die Dividendenaktie ist also nicht tot. Das können wir, denke ich, jetzt schon mal als Zwischenfazit festhalten. Das war eine repräsentative Umfrage für Deutschland und sicherlich auch die ganze Welt. Deshalb jetzt natürlich die Frage oder die Folgefrage, wie gehen wir mit der Situation um? Also wenn wir jetzt hier sehen, dass wir dadurch, dass auf der einen Seite Dividendenaktien für uns eine Rolle spielen, auf der anderen Seite ist die Gefahr da, dass wir mit Dividendenaktien schwer underperformen. Was bedeutet denn das jetzt für uns, wenn wir nicht von der Dividende lassen wollen? Aus meiner Sicht auch durchaus berechtigt. Da würde ich einfach mal sagen, gucken wir uns mal oder zwei Dinge. Das erste ist, du musst wissen, was du willst. So eine Hü-Hot-Aktienstrategie oder Anlagestrategie ist ja keine wirkliche Strategie. Das heißt, es gibt durchaus den ein oder anderen Zeitgenossen für uns, der wird von der hohen Dividende angezogen und wenn er dann aber sieht, dass an seinem Performance, dass er seine Depot-Performance nicht besonders gut abschneidet, dann wird neidisch auf diejenigen geschielt, die halt hohe oder viel Tech-Aktien im Depot haben und dann wird schnell umgeschichtet und wenn die dann vielleicht korrigieren, wird wieder umgeschichtet. Also das ist keine Anlagestrategie. Du musst schon wissen, was du willst. Wenn du jetzt ein Einkommensinvestor bist, für den eben die Dividende einen hohen Stellenwert hat, du fühlst dich gut, wenn du in sichere Dividendenzahler, stabile Dividendenzahler investierst,
wenn du dann monatlich oder wie auch immer deinen Cashflow hast, deinen Geldeingang, der Geldeingang, der wächst so langfristig gesehen, dann ist ja alles gut. Und dann kannst du auch gut damit leben, wenn du jetzt erstmal eine andere Performance im Depot hast gegenüber denjenigen, die eben stark techlastig ausgerichtet sind, weil du weißt, dein Hauptziel ist eben der Einkommensstrom, den du langfristig aufbauen möchtest und es läuft und dann stehst du sozusagen über den Kursschwankungen so weit drüber, wie es eben deinen Dividendenstrom nicht tangiert. Das heißt, wenn jetzt dann irgendwo du schwer jetzt investiert wärst in REITs im Einzelhandel, dann wäre es natürlich ein Problem, wenn deine Dividenden gekürzt werden. Da gibt es dann schon Kursverluste, aber die Kursverluste werden dann halt auch oder manifestieren sich dann auch in einer Bedrohung deines Einkommensstroms wegen den Dividendenkürzungen. Dann wäre es natürlich ein Problem. Wenn du jetzt aber in andere Dividendenzahler investiert bist, wie, sag jetzt mal, 3M oder so, die jetzt nach wie vor solide Dividendenzahler sind, wo ich jetzt auch nicht die Gefahr sehe, dass die Dividende unmittelbar gekürzt wird, dann kannst du mit der Schulter zucken und sagen, ja, lass die anderen ihren Spaß haben mit den Tech-Aktien, wird auch schon mal wieder was zurückkommen, weil die Bewertungen sind ja teilweise schon sehr hoch. Da stehst du dann einfach drüber. Gut, also wir fokussieren uns jetzt ein bisschen auf diejenigen, die sagen, sie suchen solide Dividendenzahler, die schon eine ordentliche Dividendenrendite abliefern. Und wenn du so einer bist, dann musst du halt aber trotzdem im Prinzip dich Corona stellen, der Pandemie und deren Auswirkungen stellen. Und du musst halt auch wissen, welche Branchen, um so eine Gruppenorientierung zu haben, damit du jetzt zum Beispiel nicht in diese Einzelhandel-REITs-Falle tappst. Welche Branchen sind denn jetzt die Gewinner, aber auch die Verlierer? Und welche Aktien sind deshalb halt unmittelbar auch als Verliereraktien, weil sie in den Verliererbranchen tätig sind, bedroht? Und da habe ich einen Artikel geschrieben hier. Anleitung für den Börsencrash 2020, das verlinke ich an dieser Stelle. So meisterst du die Corona-Krise. Und da habe ich dann auch die Gewinner- und Verliererbranchen aufgeführt. Hier sind die Verlierer- und die Gewinnerbranchen. Und interessant in erster Linie eigentlich, natürlich ist beides interessant, Gewinner und Verlierer, aber die Verlierer sind eigentlich noch interessanter, weil da sich insbesondere die Dividendenaktien tummeln, die eine hohe, zumindest Papierdividende aufweisen, falls noch nicht gekürzt worden ist. Und was sehen wir dann hier? Viel im Bereich Tourismus, also allgemein sehr viele Branchen, die zyklisch sind. Aber nicht überraschend, die Corona-Pandemie hat ja dazu geführt, dass wir einen Konjunktureinbruch haben. Und bei Konjunktureinbrüchen verhalten sich Zykliker zyklisch. Das heißt, das Geschäft wird ihnen verhagelt, die Aktienkurse gehen nach unten und so weiter. Und das bezieht sich auf diese ja, Rohstofflieferanten, sage ich mal, von Erdöl und so weiter, die die Schmierstoffe der Wirtschaft sozusagen liefern. Das bezieht sich auf Tourismus, Hotellerie, Fluglinien. Es bezieht sich auf dieses Consumer Discretionary, also zyklische Konsumgüter, wie beispielsweise Möbel. Es bezieht sich jetzt aber auch, und das ist jetzt Corona-spezifisch hier, schwer auf den Einzelhandel. Und da kommen jetzt zum Beispiel die Einzelhandel-REITs, spielen da eine Rolle oder die Unternehmen, die eben stark über Läden abverkaufen, habe ich mal Under Armour reingeschrieben, die hat es halt auch erwischt, wobei einige davon jetzt auch schon wieder sich stark erholt haben. Freizeitprodukte natürlich auch. Da bleibt es jetzt erst auch erstmal, das Geld sitzt dann ein bisschen nicht mal ganz so locker in der Tasche und dann wird da auch gespart. Das sind jetzt so die Branchen, die leiden und die Branchen, die relativ stabil gelaufen sind. Ja klar, also viel, was irgendwie im Rahmen der Digitalisierung gut gelaufen ist oder was davon profitiert. Aber auch andere Unternehmen, wie beispielsweise Biotech, sogar einige Rohstoffunternehmen, wenn sie denn Gold schürfen beispielsweise, Lebensmittel, Wasser, also die Dinge, die halt quasi du immer brauchst, das ist genau das Gegenteil von Consumer Discretionary, also auf Englisch Consumer Staples.
und Medizin auch noch sehr stark vertreten. Das ist so die Grobe-Orientierung, die ich jetzt einfach nur mal so ein bisschen angerissen habe. Du kannst den Artikel mal lesen, dann geht es noch ein bisschen mehr ins Detail. So eine Grobe-Orientierung sehr hilfreich, um dann später bei der Aktienauswahl eben es leichter zu haben. Jetzt gehen wir mal in den Aktienfinder rein und gucken mal, wie man Dividendenaktien finden kann, die auch eine ordentliche Dividendenrendite irgendwo abliefern. Und jetzt gibt es natürlich da auch nochmal unterschiedliche Strategien, was man genau haben möchte. Das Dividendenwachstum, also dynamisches Dividendenwachstum, lassen wir jetzt erstmal so hier an der Stelle ein bisschen weg. Das haben wir übrigens ja im Starterdepot ganz exzessiv bis heute durchexerziert, weil wir da ja eine Dividendenwachstumsstrategie verfolgen. Hier machen wir mal ein bisschen anders. Gucken wir jetzt einfach mal, wie man da vorgehen könnte. Wir bleiben, würde ich vorschlagen, einfach in den USA. Hier. Wir haben jetzt hier Aktien drin im Aktienfinder aus weitesten Teilen der Welt. Wir bleiben bei den USA. Und dann schauen wir einfach mal. Dividendenrendite sollte schon höher sein als 2%. Und was ich jetzt so machen würde, also zuverlässige Dividendenzahler suchen. Ich mache das nie, also persönlich, ich mache es nicht fest an so einem Status wie Dividendenaristokrat beispielsweise. Also das könntest du ja auch machen hier. Keine Dividendensenkung seit mindestens 25 Jahren, dann ist es Dividendenaristokraten. Aber so ein Dividendenaristokrat, die Einstufung, die ist halt hopp oder top, schwarz oder weiß. Wenn du jetzt halt das Management hast und im Zuge der Corona-Pandemie, Krise, sagt dann das Management, wir wissen nicht, wie sich das Ganze verhalten wird. Wir wollen jetzt einfach mal die Dividenden nicht erhöhen, um Geld zu sparen. Und schwuppdiwupp ist das Unternehmen kein Dividendenaristokrat mehr, hat dann quasi das Management auf den Reset-Button gedrückt und dann fängt es wieder bei Null an zu zählen. 25 Jahre bitte gedulden, dann ist dann wieder ein Dividendenaristokrat raus geworden, im besten Fall. Und das ist so eine Geschichte, die würde auch eher dazu führen in den USA, dass das Management sagt, ja komm, jetzt legen wir nochmal den einen Cent drauf. Eigentlich sollten wir vielleicht auch ein bisschen kürzen, um eben die Kriegskasse aufzufüllen für den Fall der Fälle. Und das sind so Dinge, die sich einfach beißen. Und ich war nie so ein großer Fan, die Aktien anhand des Dividendenaristokratenstatus auszusuchen. Ich bevorzuge eben diese Stabilitätskennzahlen. Da kann man dann Stabilität der Dividende auswählen. Hier mehr als 0,9, da hat man stabile Dividendenzahler. Vorteil hier ist eben, das ist kein Schwarz-Weiß hier bei diesen Stabilitätskennzahlen, wie es bei dem Dividendenaristokraten wäre. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wenn das Management sagt, okay, jetzt haben wir die Dividende erhöht, sehr viele Jahre am Stück, aber jetzt wollen wir unsere Kriegskasse auffüllen. Dann halten wir die Dividende einfach nur konstant oder wir senken sie sogar leicht. Dann wäre es immer noch ein stabiler Dividendenzahler hier, aber es wäre halt kein Dividendenaristokrat mehr. Insofern halte ich diese Stabilitätskriterien für deutlich besser als diese Kriterien, keine Dividendensenke seit. Gut, dann hätten wir hier jetzt erstmal stabile Dividendenzahler. Was kommt denn dann bei raus? Natürlich alle aus den USA. Was wir da jetzt auch noch machen können, ist, viele Leute suchen ja dann nach dem Dividendenschnäppchen. Das heißt, welche dieser Aktien bietet momentan eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite an? Da kann man dann hier den Fernwert Dividende nehmen, kannst mal absteigend sortieren. Und dann siehst du hier, dass einige Aktien wirklich extrem krass unterbewertet sind, entsprechend der Dividende. Und wenn du dann hier mal guckst, um was es sich so hier handelt, dann siehst du halt hier zyklischer Konsum, dann siehst du hier Energie, Erdöl, Gas und auch Einzelhandel REITs. Das sind halt jetzt genau die Unternehmen in den Verliererbranchen. Ne? Das ist natürlich kein Zufall. Also es sind dann hier die also REITs, Einzelhandel REITs. Hier das Erdöl, dann siehst du halt, das sind genau diese Unternehmen hier. Ist oft, oder oft, ja, oft handelt es sich hier noch nur um eine Papierdividende. Gucken wir uns mal Macy's an, als Warnung. Also im Aktienfinder hast du immer die aktuelle Dividendenrendite basierend auf den Zahlungen der letzten 12 Monate. Das Alternative wäre natürlich
in die Glaskugel zu schauen und die nächsten 12 Monate zu nehmen. Aber das wäre natürlich in x Prozent der Fälle falsch. Wir haben im Aktienfinder beides. Aber hier in dem Screener-Bereich haben wir immer die Dividendenrendite, die kumulierte bezogen auf die letzten 12 Monate. Gucken wir uns Macy's an, kannst du in den Dividendenturbo reingehen. Und dann siehst du hier, Vorsicht, Falle, ne? Die anstehende Dividendenkürzung, die siehst du auch hier, jährlicher Zuwachs der Dividende geschätzt. Also du siehst auch schon direkt im Screener. Das ist auch hier im Qualitätscheck, dass die Dividende hier gekürzt wird. Und hier siehst du, hier kriegst du auch gleich den Grund geliefert, warum, ne? Was für Verluste hier angehäuft werden. Ja, jetzt kann man sich natürlich entweder, oder kannst du dich da entweder durchklicken, bis du auf eine Aktie triffst, die keine hohe Papierdividende aufweist. Siehst du natürlich auch hier, kannst du natürlich die anderen auch rauslassen, aber ich mache es dann ein bisschen einfacher. Ich empfehle dann jedem, nicht nur auf die Dividende zu gucken, sondern insbesondere auch auf die Gewinne und Cashflows. Wir gucken einfach mal nur hier auf die Cashflows. Die Cashflows finanzieren ja die Dividende. Nimmst du auch mal Stabilitätskennzahl hier. Keep it simple. Nach wie vor nur 3 Kriterien ausgewählt. Wäre einiges mehr machbar. Und dann siehst du schon, dass viel rausgefiltert worden ist. Es ist immer noch einiges da. Es sind immer noch ein paar Problemkinder da. Aber die Zykliker, die sind weg. Weil die Zykliker haben eben keine stabilen Cashflows. Die Problemkinder, die jetzt noch da sind, das sind die Problemkinder der Corona-Pandemie in erster Linie. Das sind halt diejenigen, bei denen es immer gut gelaufen ist, wo jetzt aber Corona die richtig erwischt hat. Das wäre beispielsweise die Simon Property Group. Und das siehst du dann auch, dass da noch einige hier bleiben. Wir können jetzt aber einfach mal ein bisschen weiter runter gehen und ich zeige dir dann, dass da durchaus gute Dividendenzahler dabei sind, die für dich attraktiv sein können, wenn du sagst, ich stehe hier über diesen kurzfristigen Performance Gaps, ich bin zufrieden, wenn ich zuverlässig meine Dividende bekomme und wenn ich einsteigen kann mit einer historisch gesehen außergewöhnlich hohen Dividendenrendite, dann umso besser. Schauen wir jetzt einfach mal hier, was wir da so haben. Moment, wie gehen wir da vor? Ja, ich habe mir schon mal ein paar rausgesucht. Also natürlich ist es erstmal, bleiben wir bei der Sortierung. Hier wird quasi die Unterbewertung hier angezeigt anhand von der Dividende. Das heißt, hier haben wir außergewöhnlich hohe Dividendenrenditen. Bekannt beispielsweise schon Walgreens, die Apothekenkette. Gucken wir uns die mal kurz an. Haben immer hier die Dividendenbrille auf und dann siehst du die historische Dividendenrendite für das komplette laufende Jahrtausend. Siehst hier die Dividendenzahlung, wie sie gesteigert wurde, die Dividende. Und dann siehst du hier, dass wir eine historisch hohe Dividendenrendite. Ich mache jetzt hier keine Detailanalyse, aber du siehst ja hier den freien Cashflow hier, bilanzierte Gewinn eingebrochen. Wir machen das jetzt mal einen Ticken ausführlicher, aber ich gehe jetzt nicht so ins Detail. Dann hast du hier noch bei der Bewertung, siehst du hier den bilanzierten Gewinn, der eingebrochen ist, richtig, aber du siehst hier den bereinigten Gewinn, weil es möglicherweise Abschreibungen oder so, die nicht Cashflow wirksam waren. Du siehst auch den operativen Cashflow hier, der zwar rückläufig war, aber immer noch sehr stark positiv. Der ist bei 5,50 Euro, $5,50 selbstverständlich. Naja, was aber hier sehr interessant ist, das siehst hier, dass der faire Wert von Walgreens jetzt in dem Fall basierend auf der Dividende bei 81 Dollar liegen würde, basierend auf dem bereinigten Gewinn immer noch bei 66, die Aktie aber nur 40 US-Dollar ungefähr kostet. Das ist natürlich eine krasse Unterbewertung, wenn wir dann zum Beispiel mal auf CVS gehen, da im Gesundheitssektor ebenfalls tätig, so eine Art, kannst du fast als ein bisschen als Rückversicherer bezeichnen und Vermittler zwischen den Apotheken auf der einen Seite, beziehungsweise auch den Pharmaherstellern auch auf der einen Seite und den Krankenkassen auf der anderen Seite in den USA, dann siehst du hier, dass die Aktie auch aus Dividendensicht
sehr attraktiv ist. Sie performt momentan schwach, keine Frage. Das führt eben dazu auch, dass die Aktie jetzt, also das aufgrund des gefallenen Aktienkurses, die Aktie jetzt sehr attraktiv erscheint für Dividendeninvestoren. Wenn du dann in die Dividendentruppe gehst, siehst du hier das Gleiche, ja. Wie außergewöhnlich hoch die aktuelle Dividendenrendite ist, dann ist dann natürlich immer die Frage, ist denn der freie Cashflow, deckt denn der freie Cashflow die Dividende? Und dann siehst du hier, ja, es ist der Fall. Auch der bilanzierte Gewinn deckt die Dividende ganz eindeutig. Auch hier jetzt erstmal basierend auf diesen fundamentalen Zahlen kein Grund anzunehmen, dass die Dividende jetzt unmittelbar gefährdet sei. Ich muss jetzt mit Vorsicht sagen, ein bisschen, weil ich habe mich da jetzt nicht explizit eingelesen. Aber und dann hätten wir hier 3M, ein anderer Klassiker, wo man auch sagen kann, auch hier kann man eine außergewöhnlich hohe Dividende erstmal abstauben. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. In der Finanzkrise gab es mal Dividenden, die sogar höher waren als aktuell, auch natürlich gerade während des Corona-Crashs, aber immer noch ist die Dividende außerordentlich hoch. Und so kannst du eben die Liste so ein bisschen abarbeiten, kannst du auch ausdehnen auf Aktien außerhalb der USA. Da trifft natürlich genau dasselbe zu, was ich bisher gesagt habe, mit Gewinner- und Verliererbranchen und so weiter. Und insofern halte ich die momentane Zeit für Dividendeninvestoren tatsächlich auch für eine attraktive Zeit, die durchaus auch Chancen bietet, bei Qualitätsaktien mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite einzusteigen. Und dadurch, dass es eben Qualitätsaktien sind, ist dann die Dividende, ja, sicher ist immer so ein Wort, aber sie scheint durchaus dann auch sicher zu sein. Und so kannst du dir dann durchaus auch einen attraktiven Einkommensstrom aufbauen mit qualitativ hochwertigen Dividendenzahlern. Nur, du musst halt wissen, was du willst. Und wenn du das eben machst, dann darfst du halt nicht auf die Performance neidisch schielen von denjenigen, die halt anders investiert sind. Die haben dann im Regelfall halt auch eine höhere Volatilität. Und wenn es halt mal zurückkommt, weil die Aktien halt hoch bewertet waren, dann ist es halt so. Also, du musst wissen, was du willst. Und du brauchst halt so ein bisschen das grundlegende Verständnis der Wechselwirkungen zwischen dem Coronavirus auf der einen Seite und der Wirtschaft und dem Aktienmarkt halt auf der anderen Seite, was ich dir jetzt auch gezeigt habe, hier beispielhaft an dem Artikel. Und ich denke, wenn das dann zusammenkommt, dann ist es durchaus auch, also für dich momentan als Dividendeninvestor lebst du durchaus in attraktiven Zeiten. Gut, das war's, das wollte ich mal loswerden. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.